Hallo, in diesem Video werden wir das Alter dieser Leute ausrechnen und zwar in SQLite. Das hier ist eine SQLite-Datenbank, die habe ich mit dem Programm DB Browser für SQLite erstellt. Besteht aus nur einer Tabelle und diese Tabelle besteht jetzt aus nur diesen 6 Datensätzen. Nun, mir geht es darum, jetzt das Alter auszurechnen von diesen Leuten. Jetzt eine klassische Frage ist, warum erfasst man einfach das Alter nicht als zusätzliches Feld? Das Problem ist mit dem Alter, ist, das Alter ändert sich ständig. Nächstes Jahr sind diese ganzen Leute ein Jahr älter, in 2 Jahre 2 Jahre älter und so weiter. Und deswegen kann man sowas, solche Daten wie Alter kann man gar nicht erfassen. Die müssen ausgerechnet werden. Das sind so dynamische Daten, weil jedes Mal, wenn ich diese Datenbank abrufe, ändert sich das Alter nach dem Jahr, in dem ich diese Datenbank abrufe. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr die Datenbank abrufe, dann ist das Alter 1 mehr als was jetzt hier heute stehen würde. So, jetzt die Frage ist, wie rechne ich das Alter? Das macht man alles in SQL. Und wir fangen an mit einer ganz normalen Abfrage, und zwar mit Select. Und nehmen die zwei Felder, die wir kennen, Name und was war das zweite Feld? Geburtsdatum. Und dann from und die Tabelle Kunden. So, und wenn ich jetzt das abrufe, dann habe ich die Daten von der Tabelle. Jetzt kommt die Frage, wie rechne ich das Alter dieser Leute? Wie rechnen wir das Alter mental? Wenn ich jetzt sage, ich bin in 1979 geboren, wie rechne ich das Alter? Normalerweise nimmt man dann das jetzige Jahr, also das heißt das Jahr von heute, das ist 2020, minus die 1979. Und da komme ich auf 41. Wie macht man das jetzt in SQL? In SQL ist so, es gibt eine Funktion, die heißt Date. Und wenn man da Schlüsselwort now eingibt, dann kriegt man das heutige Datum. Und das ist, sieht man hier, 30.04. Jetzt die Frage ist, mich interessiert das komplette Datum eigentlich nicht, sondern mehr, nur, eigentlich nur das Jahr von heute oder das Jahr von jetzt. Wie kriege ich das raus? Da braucht man eine zweite Funktion und die heißt String strftime und da braucht man nur die Komponente Jahr. Und die Komponente Jahr kriegt man, indem man in Gänsefüßle Prozent groß Y schreibt, Prozent Gänsefüßle zu und dann Komma und dann hier die Klammer zu. Das heißt, was ich hier brauche, ist die strftime, das ist die gibt mir die Komponente von einem Datum. In dem Fall gibt mir die Komponente von dem jetzigen Datum, aber nur das Jahr. Und wenn man das jetzt aktiviert, sieht man, man kriegt nur die 2020, nicht mehr das komplette Datum. Und ähnlich könnte man mit dieser Funktion, wenn ich die jetzt kopiere, ähnlich könnte man verfahren, um jetzt zum Beispiel den jetzigen Monat rauszukriegen. Ist es ein klein m? Und ähnlich ist es so, wenn man jetzt den jetzigen Tag rauskriegen will, nämlich ein klein d. Und wenn man das jetzt ausführt, sieht man hier, man kriegt jetzt das jetzige Jahr, der jetzige Monat und der jetzige Tag. Und jetzt ist es relativ einfach, das Ganze zu auszurechnen. Und zwar, ups, sorry. Und zwar fangen wir mal hier an. Tun wir mal das auskommentieren. So. Mit 2 Minus kann man jede Zeile auskommentieren. Und ich tue sie jetzt auskommentieren, weil wir brauchen ein paar diese Komponenten dann. So, und fangen wir mal neu an. Und zwar Komma. Und jetzt wollen wir das Alter ausrechnen. Das heißt, wir nehmen dann das da. Das ist das Jahr von heute minus nicht das Jahr von, aber nicht von heute, sondern vom Geburtsdatum. Und dadurch, dass Geburtsdatum Feld ist, braucht man da keine Gänsefüßle, sondern man legt das einfach in Date rein. So, jetzt haben wir eigentlich diese mentale Kalkulation, die man normalerweise im Kopf macht, hat man hier jetzt in SQL dargestellt und da sieht man, klappt eigentlich ganz gut.
Zwei Probleme habe ich. Erstens, der Feldname ist extrem, die ganze Formel wird als Feldname genommen und das kann man einfach beheben mit dem Wort as. Und dann in Gänsefüße der Name, der Wunschname des Felds. Und da hat man das gelöst. Aber das größere Problem ist, dieser Mensch ist noch nicht 41. Der wird erst im August 41, nicht jetzt. Auch hier zum Beispiel, der ist am 1. Mai geboren. Der wird morgen, wird er 46, heute nicht. Heute ist er noch 45. Und wie kann man das beheben? Da braucht man Bedingungen. Also wir müssen jetzt hier eine Bedingung setzen. Und wie lautet die Bedingung? Die Bedingung ist so, also wenn der heutige Monat mehr ist als der Geburtsmonat, dann ist man ja schon ja älter geworden. Nicht vergessen, der heutige Monat, Thomas mal wieder auskommentieren, der heutige Monat ist ja 04, April. Und das heißt, wenn der heutige Monat größer als das ist, dann ist ja der Geburtstag schon vorbei. Also zum Beispiel bei dem da, den sein Geburtstag ist schon vorbei, deswegen ist er jetzt 36. Während der da hier nicht. Deswegen müsste er noch eigentlich 33 sein. Genau dasselbe für den hier. Und deswegen, um diese Bedingung reinzuschreiben, müssen wir Folgendes machen. Also erstens Case, so schreibt man Bedingungen SQL und dann kommt die erste Bedingung, when. When was? Wenn Monat, der jetzige Monat größer ist als der Geburtsmonat, das heißt Date von Geburtsdatum, dann was, wenn, gut, dann kommt diese Berechnung. Dann ist er ja ein Jahr älter geworden. Und machen wir das, kommen wir hier weg. Und ansonsten, oder wenn, machen wir so, wenn der heutige Monat kleiner ist als der Geburtsmonat, was heißt das? Die Person ist nicht älter geworden. Das heißt, man nimmt das heutige Jahr minus Alter minus 1. Und eine Case endet immer mit end und dann kommt wieder der Name des Feldes oder den Wunschname des Feldes, nämlich Age. Alter, sorry, bin jetzt komplett in Englisch, ja, Alter. So, und dann, wenn wir es jetzt laufen lassen, haben wir hier einen Fehler. Ach, ich habe das Komma hier vergessen. So, jetzt müsste es gehen. Habe ich noch einen Fehler? Ah ja, klar, wie dumm. Ich habe noch das hier, was ich weg haben und das hier. So, jetzt muss das hinhauen. So, jetzt genau. Und jetzt sieht man hier den sein Geburtstag. Wir sind der, bei dem klappt das. Das heutige Datum ist größer als das. Dann wird diese Kalkulation gemacht. Hier habe ich irgendwo noch einen Fehler drin. Klar, habe ich hier, sehe ich sofort. Das ist, muss kleiner sein. So, jetzt müsste das hinhauen. Und wenn wir es laufen lassen. Also diese zweite Bedingung habe ich komplett. Also nur Fehler da drin, aber jetzt muss es gehen. Genau. So, jetzt klappt das. Also, nochmal zum Wiederholen. Also das heißt, ich habe, wenn der Monat von heute mehr ist als der Monat vom Geburtsdatum, dann ist die Person älter geworden. Das heißt, man nimmt das Jahr von heute minus das Geburtsjahr. Ganz klar. Wenn der heutige Monat kleiner ist als der heutige Monat kleiner ist als der Geburtsmonat, dann nimmt man das heutige Jahr minus Geburtsjahr minus 1, weil die Person noch nicht älter geworden ist. Und da sieht man das dann hier ganz gut. Der ist noch 40, weil er im August ist. Erst am 12. August wird er 41. Der hier auch, erst am 12. Mai wird er 34. Der hier ist schon 36 geworden, nämlich am 16. Februar. Und der ist 45 noch, weil sein Geburtstag ist erst morgen. Aber die zwei Fälle haben wir gar nicht. Warum? Weil wir haben jetzt die Situation, wo der heutige Monat mehr ist als das Geburtsdatum, als das Geburtsmonat und wo der heutige Monat weniger ist als das Geburtsdatum. Wir haben nicht Fälle, wo der heutige Monat gleich das Geburtsdatum.
Was muss man da machen? Wenn ich jetzt im April geboren bin, auf was muss man aufpassen? Da muss man gucken, was für einen Tag haben wir heute im April und wo liege ich? Liegt der heutige Tag, ist der heutige Tag größer als der Geburtstag, dann ist man ja ein Jahr älter geworden. Liegt der heutige Tag vor, beziehungsweise ist der kleiner als der Geburtstag, dann ist man noch nicht älter geworden. Und das heißt, man muss hier Folgendes machen, tun wir wieder hier kopieren, aber diesmal vorsichtig. So. Und hier ist gleich. Ups. Und dann kommt ein wenn. So. Und jetzt hier kommt eine zweite Case. Und Ende. Und jetzt hier, was passiert hier? Das heißt, wenn. Tun wir es mal das hier kopieren. So, aber es geht nicht jetzt um den Monat, sondern um den Tag. Wenn der Tag von heute größer gleich der Tag vom Geburtsdatum, das heißt, wenn der heutige Tag gleich den Geburtstag, dann ist man ja schon älter geworden, beziehungsweise auch wenn er größer ist, ist man natürlich auch älter geworden. Dann Jahr minus Jahr, dann stimmt das, dann stimmt die Berechnung, dann ist man ein Jahr älter geworden. Ansonsten, das macht man mit else. Else kommt dann diese Formel rein, also quasi die, wo man ein Jahr abzieht. So, und jetzt hat man ein alter Rechner. Das heißt, hier ist der Monat größer, ist man älter geworden, ist man im selben Monat, okay, wie ist der Tag größer gleich, dann ist man älter geworden, ansonsten ist man nicht älter geworden. Und alles andere ist man nicht älter geworden. Und das jetzt haben wir hier einen SQL-Code, der das Alter berechnet. Und tun wir es mal ausprobieren. Und jetzt sieht man hier ganz gut, der hatte am neuen, die sind alle drei haben dasselbe Geburtsjahr. Der ist am 29. April geboren, ist 46 geworden. Der ist heute, der hat heute Geburtstag, der ist auch 46 geworden. Der kriegt erst morgen seinen Geburtstag und deswegen ist er noch 45. Wenn ich die Datenbank morgen aufmache, ist er dann auch 46. Und hier sieht man den Vorteil, wenn man das Alter ausrechnet. Man muss sich nicht mehr um das Alter kümmern. Und das Schöne ist, diesen Code kann man in jeder SQLite-Datenbank nehmen. Man muss natürlich immer nur die Feldnamen dann dementsprechend ändern.